In der heutigen Mainzer Meinung beschäftigen wir uns mit dem Thema Spleens. Aber was ist ein Spleen überhaupt? Dazu haben wir uns mit den Bürgern unterhalten. Ein Spleen, ist das vielleicht eine Art Streit oder sowas? Keine Ahnung. Ein Spleen würde ich jetzt einschätzen, dass man ja irgendwas Spezielles favorisiert. Ein Spleen kann eine sehr gute Idee sein. Sind vielleicht überzogene Ideen. Ja. Spaltung? Ich habe gar keine Ahnung. Heutzutage könnte ich mir vorstellen, irgendwas mit dem Internet oder sowas. Ein Tick. Ja, irgendwas Psychologisches. Irgendwie eine Spaltung, ein Spleen, so wie bei Haaren. Laut Wikipedia ist ein Spleen eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine fixe Idee, eine Verrücktheit oder einen Tick. Diese können durch Ängste, Unsicherheiten oder aus sozialen Reflexen heraus entstehen, die doch auch eine Folge von Zwangsneurose sein. Das Wort Spleen kommt aus dem Englischen und steht für das Organ Milz. Dieses Organ wird oft mit schlechter Laune, Ärger und Verdruss in Verbindung gebracht. Christian Brandes will auf seiner Seite Spleen24 die Leute dazu aufrufen, ihre Ticks miteinander zu teilen und möchte möglichst viele verschiedene Verrücktheiten sammeln. So haben beispielsweise 889 Nutzer den Zwang, immer nach dem zweiten Produkt im Einkaufsregal zu greifen, oder 485 Personen bekommen immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie nahe bei einem Polizisten stehen. Immer gucken, ob der Herd aus ist, ganz wichtig. Dann nochmal schauen und ich gehe auch gerne nochmal durch alle Zimmer, ob Fenster zu sind und lauter so ein Käse. Oh je. Diverse Sammelleidenschaft. Guck ich, habe ich überhaupt die Kaffeemaschine ausgemacht, habe ich die Heizschlangenwinde oben ausgemacht? Beim Schlüssel zum Beispiel, ja. Ich kontrolliere immer, dass der Schlüssel in der Tasche ist und habe ich einen Reflex automatisch. Aha, rechte Tasche Schlüssel, eher Innentasche Portemonnaie. Also du kontrollierst fünfmal, ob du alles dabei hast. Ja. Handy, Schlüssel, Geldbeutel. Das ist ja, genau. Weil ich halt auch einfach immer alles vergesse oder oft vergessen habe. Also früher, da ist mir aufgefallen, habe ich auch so große Backsteine auf den Weg gezählt oder sowas. Aber als Kind, also jetzt heutzutage nicht mehr. Ich check immer, ob ich mein Handy dabei habe. Ja. Unsicherheit. Um Unsicherheit irgendwie vorzubeugen. Das ist ja wahrscheinlich ein Unterbewusstsein, denke ich mal. Oder aufgrund einer schlechten Erfahrung. Also wenn jemand irgendwann ein Portemonnaie abhanden gekommen ist, was verloren hat, dann zukünftig wird er wahrscheinlich immer regelmäßig kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist. Wahrscheinlich einfach zur Sicherheit. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man dauernd Schlüssel vergisst oder schon mal einen Hausbrand hatte und auch wenn man nur dafür gehört hat, dann ist es natürlich immer mit Folgen verbunden. Ich schätze mal, dann versuchen wir uns anders abzusichern. Vielleicht ist es so vom Menschen einfach diesen Drang, eine Kontrolle zu haben. Egal ob über den eigenen Körper oder die Umwelt oder einfach so eine bestimmte Sache im Leben, die stetig ist. Wir konnten feststellen, dass es viele verschiedene Spleens gibt. Einige davon sind sehr eigenartig. Andere jedoch haben einen offensichtlichen Ursprung. Allerdings lässt sich sagen, dass jeder von uns solche kleinen Verrücktheiten hat.